Meine lieben Welslinge, seid willkommen auf dem Kanal Vila Aquavels. Heute machen wir nochmal das Thema die Zuchtanlage im XXL-Becken. Und zwar sind das mehrere Wünsche gewesen von Abonnenten. Das möchte ich jetzt erstmal nachkommen. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Fest gehabt. Ich hoffe, ihr werdet jetzt auch noch weiterhin die Feiertage mit euren Familien und mit euren Freunden zusammenhocken. Und in dem Sinne wünscht euch Aquavels alles Liebe von Herzen, auch danke nochmal für eure Treue und dass es natürlich jetzt auch wirklich steigend nach oben geht, freut mich auch sehr. Da gehen wir natürlich ganz herzbewegend ins nächste Jahr. So, auf jeden Fall habt ihr gewünscht, dass ich euch nochmal erkläre, diese Zuchtanlage, die ich gebaut habe, weil ich eben man kann sagen, dass es ein Fehler war. Ich habe das jetzt eigentlich gedacht, okay, dass sich das jeder selbst denken kann praktisch, dass man mit der Pumpe, welche Pumpe etc. Weil ich habe ja praktisch euch nur gezeigt, das Gestell und die Behälter. So, und jetzt möchte ich die Technik noch nachkommen, weil da habt ihr mich ja drum gebeten und war der Wunsch eben da. Und wie ihr jetzt es im Video sehen könnt, das ist die Pumpe von der Zuchtanlage. Jetzt habe ich leider bloß den Karton weggeschmissen und kann euch jetzt direkt nicht die Daten durchgeben, aber dem werde ich noch nachkommen, weil ich weiß ja, welche ich geholt habe. Ich werde dann nochmal ins Geschäft fahren und dann werde ich diesbezüglich ein Foto machen und dann gebe ich euch noch die Daten durch. Heute möchte ich jetzt einfach mal euch erklären, nochmal das Gestell, die drei Behälter. Ich zeige euch dann heute auch gleich, wie schön man das eigentlich reinigen kann, weil was natürlich wir alle wissen und was natürlich sehr wichtig ist bei den Jungfischen, ihr solltet immer darauf aufpassen, dass kein Altfutter mit drin ist und dass die Jungtiere eigentlich praktisch über Nacht auch praktisch sauber sind und dass sie praktisch dann auch nicht von altem Futter besät sind oder. Also deswegen halte ich das eigentlich auch wirklich immer recht in Ordnung. Und das Schöne, was ich jetzt eben, ich habe vorher immer mit meinen kleinen selbstgebauten Aquarien das gehandhabt, habe das dann ins Becken reingehängt und das hat eigentlich bis jetzt sehr gut funktioniert. Was sich jetzt aber bei dieser Zuchtanlage, die ich jetzt eben erfunden habe und gebaut habe, kann ich euch erklären, das ist eigentlich gegen jede Aquaristikfibel. Aber es hat sich hier wirklich ganz Neues rauskristallisiert. Das werde ich jetzt aber nochmal im separaten Video eingehen. Also seid gespannt, lasst euch überraschen. Aber ich war eigentlich selber auch verblüfft. Das muss ich jetzt dazu sagen. Und einfach auch von der ganzen Zuchtanlage, die Handhabung, wie schnell man es reinigen kann. Man muss nicht mit dem Schlauch, beim kleinen Becken hat man mit einem kleinen Schlauch angesaugt, hat den Boden versucht zum Reinigen. Ihr kennt das Ganze ja bestimmt. Und dann ist aber natürlich, weil man natürlich auch mit dem Schlauch nicht überall hinkommt, ne, waren natürlich immer kleine Partikel trotzdem noch auf dem Boden. Also das war eigentlich immer ein Mordsgezeter und ich muss eigentlich auch sagen, das Ganze zum Reinigen und das Ganze zum Sauberhalten, das hat mehr Arbeit gemacht und hat eigentlich nicht direkt das erfüllt, so wie es jetzt eben ich gemacht habe mit diese drei Acrylbehälter, mit dem Acrylglas. Und das muss ich euch jetzt eben näher bringen, war auch ein Wunsch vom Abonnenten, die mich dann auch gefragt haben, ja, wie wird das gereinigt und wie tue ich das handhaben. Und da ist meine Erfahrung jetzt wirklich ganz konkret positiv rausgelaufen, wie sich auch in den Behältern die Fische entwickeln. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und meine Erfahrung ist es auch, dass die da drin auch schneller wachsen, als wie in dem Glasbecken, in dem Einhängebecken. Ich kann es euch ja nochmal kurz zeigen. Die mache ich ja immer selber. Und da habe ich das eigentlich immer gehandhabt. Das habe ich aber euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Jetzt tue ich euch mal kurz auf Seiten. So. Ich hoffe, man sieht es. Ja, ich bin zu nah. Genau, die Becken hier, da habe ich eben auch einen Schwamm rein. Kommt ein Luftfilter rein. Also ein Luftheber. Und dann ist praktisch das Elternwasser mit rein und hat eigentlich super funktioniert.
Aber das Neue jetzt eben mit dieser Zuchtanlage, und ich meine, die habe ich ja wirklich schon lange Zeit in meinem Kopf gehabt. Und jetzt anhand des Videos habt ihr ja gesehen, ich habe es ja jetzt gebaut und jetzt kann ich eben auch über Erfahrung sprechen. Und meine Erfahrungen sind also weit über 100% positiv. Also das ist eine ganz, ganz andere Sache, eine viel saubere Sache. Und man hat auch viel weniger Arbeit, auch dass man natürlich auch die Jungfische, ne, dass die, ich habe jetzt auch mittlerweile, das habt ihr noch gar nicht gesehen, ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt auch, naja, mit dem Licht ist das ein bisschen konfus heute. Ich mache es mal aus, Moment. Ich glaube, jetzt hier brauche ich kein Licht. Ne? Ah, jetzt, genau. Wie ihr sehen könnt, das sind jetzt die Behälter. Kann man das sehen? Genau. Das ist ja jetzt praktisch die Zuchtanlage, wie ich sie gebaut habe, mit den drei Behältern auch. Und wie ihr jetzt sehen könnt, in den Behältern sind auch Höhlen drin. Das sind jetzt hier so kleine Unterschlüpfe, die ich auch selber baue. Das ist einmal mit Schieferplatten eben. Na, wo ist die Kamera? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Das ist einmal praktisch das hier. Die baue ich selber. Dann in dieser Form. Ja, ich muss ein bisschen. So. Genau. Und dann eben mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer. So, die haben auch nicht so viel Gewicht, weil ich ja praktisch in der Zuchtanlage in diese Becken natürlich das Netz eben unten am Boden natürlich reingeklebt habe. Hält es aber wunderbar aus, weil sie kein großes Gewicht haben. Es sind kleine Platten, es sind dünne Schieferplatten und somit funktioniert das Ganze auch. Ihr solltet jetzt natürlich auch schauen bei den Jungfischen, dass die nicht in geschlossenen Höhlen drin sind. Denn die Jungfische wachsen selber auch schneller bei offenen Höhlen. Gibt es ihnen einen Unterschlupf, so ist es artgerecht und das brauchen sie auch. Und so wachsen sie natürlich auch dementsprechend schneller. Und durch die Zuchtanlage eben und das Ganze, also ich sage, es hat sich so positiv rauskristallisiert. Ich habe jetzt mal einen Test gemacht, die 144er Snow White Longfin, die waren jetzt eben im Elternbecken noch mit drin. Ja, da haben die haben angefangen zum Wachsen und dann war der Schub, oder was heißt der Schub? Ich hatte so den Eindruck, dass eben ziemlich langsam dann wachsen. Und jetzt habe ich sie auch hier mit reingetan, im mittleren Becken. Und die haben einen richtigen Schub gemacht. Also meine Erfahrung wirklich auf diese Art und Weise, das ist ganz was anderes, was man bis jetzt gekannt hat oder was man gehandhabt hat. Also es ist ein komplett anderes Verhalten, muss ich echt sagen. Ja, genau. So, und auf jeden Fall, jetzt gehen wir mal. Das Video wird heute auch zweiteilig, also ich werde dann auch noch mal kurz stoppen. Ich werde dann euch das noch mal von oben filmen. Also entschuldigt bitte, dass das Video dann mittendrin noch mal stoppt und dann weitergeht, weil das habt ihr jetzt gesehen. Also wie gesagt, das ist die Pumpe. Also Moment mal, also diese hier, genau diese hier und hier ist praktisch die Pumpe. Ich habe hier auch natürlich nochmal einen Schutz drauf, dass es kein Fisch reinziehen kann. Dann hier einen kleinen Schlauch, um dass ich das Ganze lenken kann, weil ich ja praktisch von der Breite nach hinten ran muss. Und dann war eben die Idee, wie mache ich es denn jetzt? Moment, ich zeige es euch jetzt mal. Jetzt probieren wir es mal. Es wird halt natürlich wieder ein bisschen wackeln. So. So. So, hier oben sieht man das jetzt auch noch mal ganz deutlich. Ich glaube, jetzt bräuchte man wieder ein Licht. Probieren wir es mal. Genau. Hier habe ich seitlich die Pumpe reingemacht. Ah, jetzt sieht man es schön genau. Hier eben diesen kleinen Schlauch. Hier habe ich jetzt leider momentan hoch an grün-gelben gehabt. Da werde ich noch einen dunklen reinmachen. Stört mich jetzt aber nicht großartig. So, dann bin ich jetzt eben in den Schlauch reingegangen. Und jetzt haben wir natürlich. Jetzt wollen wir mal. Jetzt gehe ich weiter weg. Wir haben jetzt natürlich die Seitenbacken am Aquarium. Ne? Wie mache ich denn das Ganze jetzt hier fest? Ja, jetzt kam mir dann eben die Idee. Also der Schlauch hier, der geht dann komplett in so ein Rohr rein. Das ist ein ganz normales, bei einem Baumarkt kriegt ihr das.
Das ist ein Kabelrohr, also wie man auf dem Bau auch verwenden tut. Das Einzige, das Gigantische, wo ihr aufpassen müsst, und zwar, man kriegt keine Verschlusskappen. Ja? So, gibt es nicht. Ich bin im Baumarkt abgefahren, habe gefragt, da und da, gibt es nicht. So, und dann habe ich hier dieses gefunden, und zwar, das könnt ihr jetzt sagen, das sind Füße vom Bügeleisen. Kennst du ja bestimmt Bügeleisen, die haben so Gumminoppen dran, könnt ihr benutzen. Und diese Gumminoppen gibt es eben auch verschieden zu kaufen in verschiedenen Größen. Ja, und somit habe ich die Lösung gefunden. Ich habe das dann hier drauf getan und habe dann eben erstmal geguckt, ne, ob das eben dicht ist und ob das feste ist. Ja, und tatsächlich, es hat funktioniert. Ja, und dann bin ich natürlich hergegangen und habe mir natürlich hier Saugknöpfe, wie sagt man denn? Saugknöpfe auf jeden Fall geholt, habe von unten her so ein kleines Plastikstück reingetan und das habe ich mit dem Kabelbinder verbunden, weil ich kann ja hier auf diesen Seiten, hier, ne, auf diese Verstrebung, ich kann das ja nirgendwo festmachen, da ist ja gar keine Möglichkeit da. Ja, da bin ich hergegangen und es funktioniert wirklich, also die sind bombenfest und dann habe ich das rangezogen und habe praktisch, hier habe ich es am Gumminoppen hier angestoppt, damit es hier auch nochmal festhält, ne, ein bisschen auf Spannung. So, und dann bin ich weitergegangen, habe einmal das hier festgemacht. So, und dann habe ich es einmal hier festgemacht und einmal hier, genau. Und das war es eigentlich schon. So, und dann eben das Gestell reingetan und habe praktisch pro Becken zwei Löcher gebohrt. Kriegt ihr das? Einmal, zweimal und dreimal. Immer in Abständen, genau. Der Durchmesser von den Behältern, das wolltet ihr ja auch wissen, ist 20 cm. Ne? Ja. Damit ihr das auch wisst. Gut, die Maße direkt jetzt vom Gestänge kann ich, also vom Gestell kann ich euch jetzt natürlich nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht, aber ich sag mal, das hat ja, jeder hat ja natürlich ein verschiedenes Becken, auch von der Höhe her. Und dann würde es euch ja eigentlich nichts bringen, wenn ich da jetzt euch das durchgeben würde, weil jeder hat ein anderes Becken und das würde euch ja nichts bringen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, eine kleine Pumpe. Die Daten kommen noch. Die gebe ich euch noch durch. Das ist auf jeden Fall von Eheim. Und Schlauch gesetzt, Stange rein. Und dann habe ich wirklich echt überlegt, wie kriege ich das hier fest? Weil sonst würde das ja beweglich sein und dann würde das ja auch nach vorne rutschen. Und dann würde das ja alles nicht halten. Und wie gesagt, natürlich, ich habe die Bohrungen. Die habe ich nicht frontal reingelassen, nach unten, sondern schräg versetzt, dass die praktisch auch hier anschlagen am Glas. Ne? Somit habt ihr praktisch einen richtigen Sauerstoffzufuhr und von unten her ist eben immer eine kleine Wälzung da. Wisst ihr, wie ich meine? Genau. So. Genau, Durchmesser habe ich euch gesagt, das Gestänge habe ich gesagt, eben hier auch wegen der Verschlusskappe. Verschlusskappe, das ist ja sehr wichtig, weil da sucht man sich blöd und es gibt nichts und man findet nichts. Das habe ich dann eben auch so gelöst. Wie man eben sehen kann, hier sind meine kleinen Unterschlüpfe drin. Hier sind auch die kleinen. Mal gucken, mal, vielleicht können wir es ja sehen. Mal gucken wir mal. Ja, entschuldigt mal das bitte mit dem Licht. So. Da oben ist einer, hinten ist einer, wie ihr sehen könnt. Und hier. Sind sie hier auch drin? Und hier eben auch. Und diese Unterschlüpfe, wo ich eben gemacht habe, die sind vom Gewicht her, weil man kann natürlich jetzt auch nicht was Schweres reintun. Ne? Nicht, dass sich das Netz dann lösen tut und dann fallen, also dann kommen die Jungfische raus. Ne? Das wäre ja natürlich auch nichts. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, das ist mir jetzt noch im Nachhinein eingefallen. Ich gehe mal zurück. Wie ihr sehen könnt, habe ich vorne eine Stange und hinten eine Stange und habe das Gestell komplett gemacht. Wenn das jetzt noch einer nachbaut oder sich eben auch bauen möchte, weil es haben mich ja so viele gefragt, also schätze ich mal, ihr wollt das auch bauen, dann empfehle ich euch, aber das konnte ich jetzt erst herausfinden durch die Erfahrung, macht es in der Mitte nochmal eine Verstrebung. Weil so könnt ihr praktisch Unterschlüpfe oder eben, was ihr auch habt, wenn ihr das reintun wollt, dann stehen die praktisch hinten auf und in der Mitte auf. Ne, dann stehen die auf diese Gestänge auf. Und bei mir ist es jetzt eben so, die sind hinten, liegen sie auf dem Gestänge und vorne eben ist ein leichter Druck aufs Netz. Und das könnte man eben auch unterbinden, indem man praktisch in der Mitte hier jetzt nochmal eine Verstrebung macht
Und dann liegen praktisch die Höhlen direkt auf den Verstrebungen drauf und man hat keinen Druck auf dem Netz. Aber wie gesagt, ich habe meine Unterschlüpfe so minimal gehalten, dass wirklich da fast kein Gewicht zusammenkommt. Und es ist eigentlich, also es funktioniert, es ist wunderbar. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. So, jetzt mache ich mal in dem Sinne Pause. Es geht dann auch gleich weiter. Und dann zeige ich euch, wie einfach ich das eigentlich reinigen tue. Und da brauche ich keine halbe Stunde, beziehungsweise da brauche ich keine Stunde, keine halbe Stunde, keine 20 Minuten, keine 10 Minuten und auch keine 5 Minuten. Seid gespannt, ich zeige euch das in der Pause kurz. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, teilt den Kanal, lasst ein Like da, erfüllt mich mit Kommentaren und macht natürlich weiterhin eure Nachrichten. Ich komme jeder Frage nach und dann würde ich dann sagen, gleich bis später. Bis dann, ciao. So, da sind wir natürlich wieder, jetzt geht's weiter. Also nochmal zur Erklärung. Bei dieser Pumpe, sage ich jetzt einmal, war ein Überzieher mit dabei. Den habe ich drüber gemacht, dass ich natürlich da natürlich auch keinen Fisch verfangen kann. Dann folgt ein kleiner Schlauch, ein längerer Schlauch. Und von dem Schlauch praktisch ins Rohr rein. Und das Ganze praktisch hier festgemacht dann mit die Saugnöpfe. Das Rohr müsst ihr natürlich dementsprechend so lange machen, wie es das braucht von eurem Becken. Und dann eben hinten, wie gesagt, diese Verschlusskappe. Die Behälter haben einen Durchmesser von 20 cm. Und die Abstände vom Gestell habe ich so gemacht, dass ich es praktisch direkt, dass die praktisch direkt auf Millimeter ranpassen, dass die praktisch nicht drinnen vor- und zurückrutschen können. Ne? Dass die natürlich feste drin sind. Genau, und so hat sich das Ganze gefestigt. Und wie gesagt, wie ich euch ja gesagt habe, wenn es ihr nachbaut, ihr könnt in der Mitte noch eine Verstrebung machen. In dem Sinne, dass praktisch die Unterschlüpfe auf zwei Verstrebungen stehen und kein Druck auf dem Netz besteht. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch so eine Unterschlüpfe bauen. Wer Interesse hat, ich gebe auch die Unterschlüpfe weiter. Ist auch kein Thema. Könnt ihr mich anschreiben. Ja, und wie gesagt, jetzt zeige ich euch, wie ich das Ganze reinigen tue. Und heute habe ich auch eine Unterstützung. Habe ich beide Hände frei. Und dann wird es gefilmt. Für euch natürlich schön sauber. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Drücke ich mal Pause und wir sind gleich da. So, jetzt geht's weiter. Ich habe mir hier natürlich mehrere gebaut. Und jetzt gehe ich her, tunke das hier ein, tue das hier an der Seite hin mit dieser, kriegst du das drauf? mit dieser Klammer. Die ist natürlich hier an der Seite auch unten gummiert. Somit hält das Ganze auch. So, seht ihr das? Bombenfest. Also da passiert gar nichts. So, und jetzt gehe ich. Kommen Sie mal mit. Jetzt gehe ich natürlich her und hole vorsichtig langsam die Unterschlüpfe raus. Guck natürlich, dass da kein kleiner noch drinne ist. Dass alles soweit in Ordnung ist. So. Okay, jetzt war da irgendwas dran. Lege ich mir die auf der Seite. Ja, gut, das kann ich jetzt mal hier hin tun. Hol den nächsten Unterschlupf raus. Oh, da war einer. So. So, wie gesagt, wenn ihr das reinigen tut, immer aufpassen, dass die Kleinen nicht natürlich zu lange an der Luft sind. Dass das eigentlich rein zügig geht. Ich dann gehe dann immer her. Ich hole mir den ersten raus. Seht ihr, das geht wunderbar. Dann gucke ich jetzt natürlich, dass alle rumkommen. So, und dann gehe ich ganz nah am Ding ran und dann machen wir zack und rüber. Und wie ihr seht, die sind das alle schon gewohnt. Das sind ein eingespieltes Team. Zack, zack. Und da kommt mein Süßer. Zack, die Fische sind schon wieder drin. Und jetzt, so ein Bizeps jetzt ihr, muss ein bisschen höher. Nee, steh mal. Voll genau. Wie ihr jetzt seht, jetzt sind praktisch hier die Futterreste drin. Jetzt drehe ich es um, mach die Dusche an. Und los geht's. So, einmal runter, nochmal rüber. Ja, da ist noch was. Schön die Seiten natürlich sauber machen. So, wie ihr jetzt erkennen könnt,
Es ist total sauber, es ist wieder clean. Und jetzt gehen wir wieder zum Becken zurück. Mit dem Schlauch oder wenn wir das Glas dann abgesaugt haben, so jetzt gehe ich her und setze das wieder ein. Bisschen in der Schräglage, dass sich unten keine Luftblasen bilden. Setze das wieder oben rein. Zack. Es ist wieder fixiert. Hier geht es wieder her. Ich löse das hier. Hier füllen wir rein. Zeig mal die lieben Süßen. Schaut es euch an. Richtig lieb. So, dann gehe ich rum. Ach nee, halt, jetzt habe ich es falsch gemacht. Leute. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Entschuldigung. Das, was wir ja praktisch schon genutzt haben, das ist ja sauber. Da sind die Fische ja schon drin. Wir wollen denen ja nicht zu viel Stress machen. Das setze ich jetzt mit die Fische ein. So, und das, was wir jetzt gerade gereinigt haben. Ich habe natürlich ein großes Becken. Ich habe natürlich auch dementsprechend den Platz. Müsst ihr dann gucken, wie ihr das machen könnt. Das hake ich wieder ein. Jetzt gehe ich wohl schnell her und tue den Unterschlupf wieder rein. Kleinen Moment. So, geht mal auf die Seite, ihr Süßen. Ich hab euch lieb. So. Na, husch. So, und dann wird das wieder eingesetzt. Naja, Vorführeffekt, jetzt wollen sie mich ein bisschen ärgern. Da kommt's her. So, dann setze ich das nächste ein. Gehe natürlich hinten auf den Steg und setze es da an, dass das da drauf sitzt, dass nur vorne ein kleiner Druck entsteht auf dem Netz. So, und jetzt gehen wir hierher. Hier müssen wir natürlich ganz, ganz zaghaft sein. Das sind die L144 Snow White Longfin. Wie Sie ja wissen, das ist wirklich ganz, ganz betuchte kleine Fischli. Setze jetzt auch wieder auf die Seite. Gestell wieder ein bisschen festhalten. Behälter rausheben. Gucken, wo sie sind. Oh. Da habe ich jetzt noch Schnecken drin bei denen. Könnt ihr natürlich überall auch noch reintun, Schnecken. Dass Futterreste noch beseitigt werden, das wisst ihr ja alles schon. Na. So. Und so. Hier ist noch eine. Und hier ist noch eine. So, halt, hier ist noch eine. So. Ich muss ich mal hier jetzt irgendwie noch was drin. So, jetzt guckt halt. Da ist noch was Dickes. Ich gehe mal auch weg. So, und jetzt gehen wir auch wieder her und da ganz schnell bitte machen. Zack, und wieder rüber, gleich mit dem Wasser, dass sie reinfließen. Ja, und das war schon. Die sind schon alle drin. Können wir auch noch mal zeigen. Hier, hier. Na, irgendwie vermisse ich einen. Moment doch mal. Ah ne, hier hat er sich versteckt. Okay. Hier haben wir natürlich auch wieder Reste. Das soll natürlich über Nacht nicht drinnen bleiben. Wieder Dusche an, drunter halten. Ihr müsst es mit keiner Bürste schrubben, gar nichts. Das macht wirklich alles der Wasserdruck. So, nochmal. So, wie ihr wieder sehen könnt, wunderbar, total sauber, kein Rest mehr drinne und wieder rein ab ins Aquarium. Das stellen wir jetzt mal hier in der Weile. So, die fertigen kommen wieder hier rein. Bisschen Schräglage. Zack, drinne sind sie. Unterschlupf. Immer gucken natürlich, dass die Fische weg sind. Nicht, dass der Dampfisch verletzen tut. Unsere kleinen Lieblinge, das wollen wir ja nicht. So, nachdem ich das jetzt hier also an der Seite mache, ist es jetzt ein bisschen, muss ich das per Hand machen. Kann es jetzt praktisch nicht mit der Zange festmachen. Da will wieder einer nicht raus. Moment. So, na komm. Komm, Schätzelein, komm raus. Na komm, hey du. Ah ja, der Zebra wieder, ganz klar.
die sind ja eigens nicht, das kennen wir ja. So, es ist nichts mehr drin, alles gut. Mal kurz ausschwappen. So, dann gehe ich jetzt her, auch wieder ein bisschen das Gestell festhalten, raus. Das neue gleich rein. Dritte Position eben muss ich so machen, ohne der Klammer. Das neue wieder rein. Gucken, dass die Fische wieder alle unten an der Seite sind. Und dann gehen wir her, zack, zack, rein. Geht ganz schnell. Und alles sind drin. Können wir nochmal rein zeigen. Wunderbar, Fischen geht's gut. Man muss ja bei den Jungfischen auch immer viel füttern, deswegen haben wir natürlich auch Reste. Die wollen wir natürlich über Nacht den Fischen nicht drinnen lassen. Auf gar keinen Fall, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir wieder her. Wieder rum. So, wie ihr wieder kennen könnt, sauber, ohne dass ich mit dem Schlauch rumsaugen muss, dass ich einen Boden absaugen muss, gar nichts. Also ich habe hier, also ihr könnt es mal in die Kommentare reinschreiben, ich meine, besser geht's nicht, wirklich nicht. So, abschwappen. Wir gehen wieder. Dann gehen wir wieder her, machen wieder den Unterschlupf rein. Und ich muss mal gucken, dass die Fische weg sind. Nochmal von vorne gucken. So, meine Lieben, ein bisschen auf die Seite. Husch, 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 husch. Ich hab euch alle lieb. Ja, ja, kommt jetzt weg. Ja, hallo. Wollt ihr mich ärgern? Na komm, geh weg. Ja. So. Wie man sehen könnt, alle Becken gereinigt. Das war jetzt keine 5 Minuten. Also besser kann es gar nicht sein. Ihr müsst hier nicht saugen. Ihr müsst hier nicht mit dem Schlauch arbeiten. Gar nichts. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Und ihr habt hier wirklich immer saubere Becken. Die Jungfische können wirklich absolut aufwachsen. Und was ich eben auch gemerkt habe, seitdem ich das jetzt habe und mit dem Arbeiten tue, es ist erstens mal schneller von der Reinigung, zweitens ist es hygienischer, drittens habe ich weniger Arbeit, sehr viel weniger Arbeit, weil das mit dem Schlauch absaugen und alles, das kennst du ja bestimmt selber. Und dann hat man trotzdem nicht hundertprozentige Sauberkeit und das ist hier alles komplett gegeben, ohne Probleme. So, ihr Lieben, also, ich hoffe, ihr habt jetzt keine Fragen mehr. Ich hoffe, ich habe euch alle Fragen beantwortet diesbezüglich. Wenn noch Fragen natürlich seid, tut euch keinen Zwang an, habt keine Scheu, schreibt es mir, dann werde ich das beantworten und werde es nachkommen. Ich sage, wie die Daten von der Pumpe gebe ich euch noch. Da habt ihr noch ein bisschen Einsicht, ein bisschen Geduld. Ja, dann würde ich sagen, heute ist das Video schon wieder fertig. Ich wünsche euch noch ganz tolle Feiertage. Bleibt's brav, bleibt's lieb. Ich wünsche eurer Familie alles Liebe. Und ja, würde ich sagen, macht's es gut. Ich denke an euch. Danke für eure Treue. Wie gesagt, teilt den Kanal, abonniert den Kanal. Zeigt es euren Freunden. Vielleicht interessieren die sich ja auch dafür. Und wie gesagt, dann wünsche ich euch alles Liebe. Und dann ist noch Folgendes. Es kann sein, dass nächste Woche vielleicht kein Video kommt, aber natürlich gleich die Woche drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich dazu komme, weil ich produziere wirklich immer live frisch und nicht hier, ihr wisst es schon. Und wenn es so sein sollte, dass nächste Woche jetzt kein Video kommt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ein ganz tolles neues Jahr. Kommt's gut rüber, auch wenn natürlich dieses Jahr natürlich durch Corona und so weiter und so fort alles nicht so ist, wie es sein soll. Jetzt wurden die Feuerwerke ja auch gesperrt und so weiter und so fort. Trotzdem würde ich sagen, setzt euch positive Ziele, denkt positiv, denkt an eure Eltern, denkt an eure Brüder, Schwester, an allen, die ihr lieb habt. Und dann würde ich sagen, lasst euch nicht stressen, geht mit positiven Gedanken ins neue Jahr rüber. Ich sowieso, eure Treue war wahnsinnig und jetzt, wie es in kürzer Zeit doch gestiegen ist, es ist einfach Wahnsinn, mit euch zusammenzuarbeiten. Es macht mir Freude. Das merkt ihr jetzt schon. Die Videos werden jetzt auch immer wieder besser. Ich wäre auch mit dem Sprechen flüssiger. Und habe natürlich heute auch ganz tolle Unterstützung. Da auch nochmal Dankeschön. Und dann würde ich sagen, kommt's gut rüber, falls wir uns nächste Woche nicht hören. Und dann wünsche ich euch ein schönes, restliches 2020 und ein sehr positives, gesundes, neues 2021. Und in dem Sinne würde ich sagen, euer AquaWales, bleibt euch treu, wird weiterhin wöchentlich ein Video bringen
Und wie gesagt, wenn es nächste Woche nicht klappt, seid mal nicht böse. Kann sein, aber kann auch sein, dass ich da bin. In dem Sinne, macht es gut. Ich denke an euch. Ich hab euch lieb. Bis dann, euer Aquabase. Tschaußen.